Ich bin Ingo, ich bin 30 und bin Designer von Maisy. Maisu ist mein eigenes Fashion-Label, was ich jetzt seit knapp 6 Jahren mache. Und da bin ich eigentlich Allround-Talent. Vom Designer bis zur Produktion, bis zur Vermarktung mache ich alles. Maisu klingt ein bisschen asiatisch. Die Figuren sind im asiatischen Stil gezeichnet. Und Maisu ist mein persönlicher Zoo, also bin ich damit auch flexibel, was ich in Zukunft für Figuren entwickle. Es müssen nicht unbedingt nur Tiere sein, also mein persönlicher Zoo. Ich glaube, dass ich halt eine ziemlich klare Handschrift habe, dass die Sachen jetzt nicht sehr ich sage immer so Begriffe wie Walla Walla, dass viel dranhängt oder zerschnitten sind oder Fetzen irgendwo raushängen. Ich glaube, ich habe eine sehr klare Schnittführung. Die Klamotten sind sehr klar von den Farben her aufgebaut und haben diese plakativen Prints noch drauf. Ich habe meine Kollektion zum Teil aufgebaut mit Dekostoffen. Aus diesen Dekostoffen habe ich jetzt Möbel und Kissen gemacht. Dadurch bin ich ein bisschen in das Interieur reingerutscht. Dann habe ich diesen Laden hier gemietet und den nach meiner Handschrift gestaltet, wie ich es gerne hätte, wie ich den Laden sehe, wie die Räumlichkeiten funktionieren. Das Hotelzimmer ist entstanden im Zusammenhang mit diesem Laden. Ich habe halt gedacht, ich kann mich da visuell wieder anders präsentieren oder ausdrücken, indem ich einen Raum gestalte oder zwei Räume gestalte. T-Shirt vorstellen ist angesagt. New Radical Chic, 2006 in Amsterdam von Mad Plaisir und Man in the Street gegründet. Man sieht, wo die Reise hingeht. Ziemlich politisch. ATK bezieht sich auf die Gefängnisrevolte. Package kommt mit diversen Gimmicks und 50% gehen an die Stop the War Coalition. Alles handbedruckt, kaufen. Wir sind jetzt hier in dem besagten Hotelzimmer. Es gibt zwei kleine Räume. Das ist jetzt hier Küche, Badezimmer, was in einem Raum integriert ist. Hier ist zum Beispiel eine Dusche. Vorher war das ein Zur-Raum und man ging von außen auf die Toilette. Das ist alles umstrukturiert und umgestaltet worden. Und die Möbel sind auch sehr wild gemischt. Es gibt zum Beispiel einen alten Lackierschrank, der als Küchenschrank fungiert, oder alte Stühle, die umlackiert worden sind vom Sperrmüll. Und ich versuche immer so eine Mischung zu kreieren, wo verschiedene Stile einfach kombiniert werden. So, das ist der zweite Raum, das ist das Schlafzimmer. Hier ist an jeder Wand eine andere Tapete. Es gibt ein Bett, was man mit zwei Personen nutzen kann, ein DVD-Player, ein Fernseher, also eigentlich ist alles da, was man zum Übernachten braucht. Es ist schon so, dass fast mein gesamter Freundeskreis irgendwie auch was Kreatives macht. Ob es jetzt aus der Musik kommt oder aus der Kunst oder aus der Mode, das ist nicht mehr so genau festgelegt, weil viele Leute interdisziplinär mittlerweile arbeiten. Und wir planen ein Projekt für die Stadt Köln auch, wo wir aus unseren Shops rausgehen und ein Kollektiv bilden wollen von Designern und Shops und planen damit eine größere öffentliche Geschichte in der Stadt. You want 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 you want